Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir haben letztes Mal, was haben wir gemacht? Mirandas Mission abgeschlossen. Und noch kurz uns um ein paar Sidequests gekümmert und damit können wir endlich mal zum Hawking Aether Cluster fliegen und uns mal wieder der Hauptquest annehmen, da jetzt sämtliche Gruppenmitglieder auch loyal sind. Brauchen wir uns darum nichts mehr Sorgen zu machen eigentlich. Alles erledigt, was wir ein bisschen erledigen können und das war auf irgendeinem. Stimmt, der verlassene Reaper, ja, ich erinnere mich. Da war ja was. So, ich habe nur eine einzige Erinnerung an diese Mission ich habe einfach keine Ahnung mehr, was hier passieren wird. Deswegen bin ich selbst mal wieder sehr gespannt. Ja, es kommt natürlich mein Standardteam mit. Hat Morde, neue Punkte? Nö. Ich könnte den einen Punkt, den wir haben, glatt mal auf die Kryo-Muni setzen, dass ich alle Fähigkeiten habe. Ach, warum nicht? So. Jetzt habe ich Kryo-Muni. Auch noch. Benutzt zwar eh nur Disrupt, aber egal. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet kein FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Jetzt ist klar, warum das Wissenschaftsteam sich nicht mehr meldete. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurricanes, was? Na, Joko, solange du dafür sorgst, dass unser Schiff weiterfliegt, ist mir das relativ egal. So, das ist aktiviert. Das ist aktiviert. Das ist auch aktiviert. Wunderbar. Ihr habt auch die Munitionsfähigkeit drauf. Okay, ihr habt auch die richtigen Knarren, wie mir scheint. Jo. Und ich nehme jetzt mal deine Verbrennung und lege sie mir auch auf die Nummer 3. So. Es gibt hier zu viele Schatten. Okay, fangen wir erstmal damit an, wieder irgendwas zu hacken. Irgendwie zu einfach. Na gut, sind doch nur 2000 Credits. Dann noch ein paar Credits. Ich glaube, ich erinnere mich doch an diese Mission, aber sie war komisch. Möglicherweise funktioniert die Indoktrination des Reapers noch. Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Wir sind gefangen. Wie beunruhigend. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon.
Oh, das sind ja wieder mal super Aussichten für uns. Ich liebe das. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind Sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei. Weidmanns Hai. Weidmanns, Manns Hai. Faszinierend. Benötigt Scanner von der Normandy. So viele Daten. Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuger bei ihr zu landen. Sie hatte die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Gedächtnismanipulation. Beeinflussung ihres Bewusstseins durch den Reaper. Klingt logisch. Ziel rechts. Was? Oh, verdammt. Guckt ihr beide gerade mal. Ich habe nämlich wieder mal die falsche Waffe ausgewählt. Ah, Husks. Natürlich hätte man auf dem Reaper eigentlich mitrechnen können, habe ich vergessen. Ich hatte mich schon gefragt, ob die Technologie. Ich von diesem Dialog, der da gerade läuft, nicht viel mit. Weiß ich nicht? Nee. Huch! Es gibt explodierende Husks. Okay. Das ist relativ Färbung. Ja. Cerberus-Gewehr? Oh. Scharfschütze. Oh. Ja, gleich. Jemand hier drin ist noch am Leben. Und er ist ein ziemlich guter Schütze. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Rezi-Schaden. Nice. Feinde vor uns. Liegt erstaunlich viel Munition rum. Mich fast schon ein wenig verwirrt. So viel Munition braucht es auch ja nicht, um Husks zu killen. Okay, es sind zugegebenerweise recht viele Husks. Wieso bin ich halb eingefroren? Irgendwelche Fähigkeiten, an die ich mich nicht erinnern kann? Ja, offensichtlich schon. Fane, wo steckst du überhaupt? Du sollst mal auf meine Position kommen. Ups. Husks sind echt die einzigen Gegner, bei denen man sich wünschen würde. Die einzige Gegner, wo man sich wünschen würde, man hat seine Fähigkeiten auf Radius geskillt, dass wir mehrere Gegner treffen können. Das mache ich ja nicht, weil es sich normalerweise für die Gegner nicht lohnt, die man bekämpft. Husks bieten scheinbar echt die einzige Ausnahme. Hier gibt es eine Tür, muss ich da durch? Ja, muss ich. Ich gehe erstmal woanders lang. Was findet man denn hier noch so? Machen wir es noch ein bisschen weiter. Explosiv. Arbeitsnock. Sogar ein
Klingt ein bisschen besorgniserregend, aber hey. Ja, nur den ganzen Kram in die Luft. Forschungsterminal. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein bisschen Beute oder so. Was das wohl ist? Schweres Hautgewebe. Schon wieder. Hatten wir das nicht schon? Na, vielleicht irgendwie eine Stufe 2 oder so. Erhöht, glaube ich, die Gesundheit, bin mir aber selbst nicht mehr sicher. Noch mehr Munition, meine Güte. Ich benutze kein Sturmgewehr. Stimmt, du musst nicht ganz Geth können sprechen. Sie tun es nur normalerweise nicht. Und ich habe offensichtlich die Mission doch vertauscht. Als ich dachte, ich würde mich daran erinnern. Ich hatte ein bisschen was anderes im Kopf. Das muss dann eine 7-Mission gewesen sein. Oder es war im dritten Teil. Ich weiß es echt überhaupt nicht mehr. Das Einzige, das war übrigens auch das Einzige, der Geth gerade ist. Das ist das Einzige in dieser Mission, an das ich mich noch erinnern konnte. Scheiße, das ist wieder ein Ableger. Ups. Könnte ich bitte? Ich habe gerade ein Achievement bekommen, okay. Ach nee, hab's nicht bekommen, ich arbeite jetzt quasi dran. Ja, benutze in diesem Spiel keinen Nahkampf. Das ist einfach daran liegt, wenn ich Sniper spiele, brauche ich keinen Nahkampf. Okay, gegen Husks funktioniert es eigentlich gar nicht mal so schlecht, mit dem einfach draufhauen. Aber dafür müssen die so nah rankommen. Was logisch ist beim Nahkampf. Terminal? Wo ist ein Terminal? Da oben ist ein Terminal. Ein bisschen Geld. Medikit. Und ein Riesenberg Muni, den ich nicht brauche. Noch ein Terminal und lass mich raten, ein paar Gegner. Ja. Wieso siehst du den Gegner an, schlägst dann aber daneben? Die Kombination der Fähigkeiten gefällt mir übrigens echt gut. Also, ja, Verbrennung und Warp sind halt einfach zwei echt gute Fähigkeiten. Ich habe sie jetzt zwar nur darauf geskillt, gegen einen Gegner effizient zu sein, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht gegen mehrere Gegner genauso gut funktionieren.
Noch mehr von denen? Natürlich. Kommt. Kommt. Ich muss aber wieder ein bisschen in Deckung gehen. Könnt ihr bitte weiter so nah beieinander stehen? Das macht es mir echt einfacher. Eieiei. Halten aber einiges aus. Kleiner Schüssel? Das nehme ich mit. Schrotflintenschaden. Gut, benutzt eigentlich einer von uns eine Schrotflinte? Ich glaube nicht. Noch ein bisschen Geld. Meine Güte, wir finden hier echt viel Geld. Nicht, dass ich mich beschwere. Ich will ja immer noch die ganzen Upgrades kaufen. Also das eine, was es noch auf Ilium gibt. Ich höre sie doch schon. Zwei Ableger. Jetzt wird's witzig. Ich wechsle mal wieder auf eine andere Waffe. So, jetzt Platz. Der ist auch platt. Ja, vielleicht sollte ich gegen die immer wieder eine stärkere Waffe auspacken. Komm schon. Ich reiz mit den Husks. Waren genug. Geht ihnen denn niemals der Vorrat aus? Ich deute das mal als ein unauffälliges Nein. Bisschen Hilfe gebrauchen. Ich kann mich nämlich zum Beispiel gerade nicht bewegen. Das war mies. Okay. Mehrere Husks gleichzeitig. Nicht gut. Stirb. Meine Fresse. Lass das langsam mal. Außer dem Ableger, der nur irgendwo rumrennt. Alter! Die haben mich gerade ein bisschen in die Mangel genommen. Noch mehr von euch, das reicht doch langsam. Bleibt nur noch. Heißt das, wir sind endlich mit den ganzen Gegnern hier fertig? Ich habe nämlich die Schnauze voll. Mann, genug für mich. So, das ist dann wahrscheinlich da hinten. Zack, zack. Fertig. Reaper FFS. Vorher den Mann safe. Oh, scheiße. Nicht aufgepasst. Was? Ach, Kacke. Na gut, egal. Ja, das nächste Mal nehmen wir uns einfach das FFS, weshalb wir eigentlich hier gekommen sind. Schon wieder völlig vergessen, weshalb wir hier waren. Wir haben uns die ganze Zeit nur durch Hass geschnetzelt und fertig. Ich brauche eine Pause, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.